Wir haben auf einem portugiesischen Weg gepennt. Herr Goldmann hat schon seine Hängematte weggemacht, aber der war hier vorne aufgespannt. Aber genau, wir haben hier auf diesen Weg hier gepennt. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir haben das gemacht. Und wir haben gerade einen Deutschländer getroffen. Der hat einen urinfarbigen Wagen gehabt und mit dem haben wir kurz gesprochen. Der war hier vorne auf dem Weg irgendwie, auf diesen Jakobsweg. Und darauf, dass wir diesen Deutschländer getroffen haben, laufen wir jetzt weiter. Das hier vorne, das sind portugiesische Schafe. Und die haben hier ganz lange Schwänze oder wie die heißen. So, wir sind gerade weitergelaufen. Und hier vorne ist ein zerrissener, wie heißt es, der Hängematte, genau. Ich weiß nicht warum, aber hier in diesem portugiesischen Kiosk, der da vorne ist, da hat ein Bier 47 Cent gekostet. Das ist portugiesisch, oder wie das heißt. Das sind portugiesische Raschen. Guck mal, dieser portugiesische Pferd hier vorne, der ist richtig fett. Der hat eine richtige Vollfettnase und sowas. Ja, fein. Wir laufen jetzt hier rum und wir sind auf der Suche nach einem Schlafplatz. Ich bin ein Kakerlakenbazillen gesägt mit Motten genau im Gehirn drin und wir haben hier eine portugiesische Stelle gefunden, wo wir pennen heute. Guten Morgen, wir wurden heute Nacht von Regen überrascht. Deswegen habe ich meinen Tarp genommen und den über mich drüber gelegt, damit ich nicht zu nass werde. Aber ich bin trotzdem ein bisschen nass geworden. Das war voll scheiße gewesen. Genauso wie meine ganzen Sachen, die sind alle nass. Bei mir ist irgendwie die ganze Zeit mal heiß, mal kalt. Das ist richtig widerlich. Fühle mich heute auch voll nicht gut gerade. Und an der Stelle, wo wir gepennt haben, ist ja überall voller Müll. Das war eine richtig räudige Stelle. Aber wir laufen jetzt zum nächsten Koffeinladen, um dort Koffein zu saufen. Weil ich habe gerade keinen Bock drauf, Koffein jetzt zu kochen. Und damit wir so ein bisschen im Warmen sitzen können. Guck mal, das hier, das sind portugiesische vollfette Nacktschnecken. Die haben viel mehr Fett dran als deutsche Nacktschnecken. Wir sind extra in dieser Ortschaft reingelaufen, um vor dem geschlossenen Cafeteria zu stehen. Das heißt, wir müssen die Suche nach einem Koffeinladen weiterhin fortsetzen. So, der nächste Bistro sollte 2 weitere Kilometer entfernt sein. Das ist ein richtig widerlicher Nieselwetter mit ganz viel Nieselregen und sowas. Der macht unsere Sachen nass, dieser verranzte Nieselregen. So, wir sind beim anderen Laden und der hat auch geschlossen, obwohl er bei Google draufsteht geöffnet. Wir haben einen weiteren Koffeinladen gefunden und der ist von hier aus 1,5 Kilometer entfernt. Jetzt müssen wir noch weitere 1,5 Kilometer laufen, damit wir uns endlich mit Koffein besaufen können. Dieser ganze Nieselregen, der lässt uns nicht trocken werden. Das ist ein Wetter mit Nass dran. Ich will einfach nur Koffein saufen und irgendwo drinnen chillen. Wir haben hier einen Koffeinladen gefunden. Der sieht geöffnet aus. Das heißt, wir können gleich jetzt Koffein trinken. Das ist ein portugiesischer Kaffee. So, nächster Tag ist angebrochen, weil wir haben gestern beim Koffeinladen einen ganz netten portugiesischen Menschen getroffen. Und wir sind mit dem mitgefahren. Also der hat auch unsere ganzen Sachen hier transportiert. Und wir haben hier bei ihm gepennt. Also der hat uns auch zum Biertrinken eingeladen und zum Weintrinken. Ja, das war auf jeden Fall ganz nett gewesen. Er ist jetzt auf der Arbeit. Ich weiß nicht, wann kommt er wieder? Ich glaube so 17, 16, 17 Uhr, glaube ich. Ah, okay. Er ist Baggerfahrer. Er baggert gerade in Löcher. Ist Baggerfahrer. Er baggert gerade in Löcher. Und genau, und wir sitzen hier rum. Ich werde gleich eine Runde duschen gehen. Und später gelaufen wir zur Atlantik. Und gegessen haben wir auch, Alter. Alles genau. Alles. Gegessen haben wir gestern auch. Wir sind losgelaufen und das ist eine richtig nervige Straße. Das da vorne, das ist ein Schrotthaus. Ein portugiesisches Schrotthaus. Weil da sind keine Fenster und sowas drin und Türen, aber ein Auto steht da. Das heißt, das ist bewohnt. Und da drüben, da ist eine
portugiesische Kuh, die richtig fett ist und mit Hörnern dran und sowas. Der läuft hier komplett frei herum, ohne abgezäunt zu sein. Ach ja, da drüben ist noch eine portugiesische Kuh. Das hier, das sind portugiesische Schweine. Die sehen immer noch anders aus als deutsche Schweine. Guck mal, da drüben steht ein freilaufender Esel rum. Der guckt uns an. Leute, Portugal ist schön, aber das mit den ganzen Hunden hier und so weiter, das geht überhaupt gar nicht klar. Die werden hier alle total eingesperrt. Die sind hier die ganze Zeit total am Bellen. Die verhalten sich komplett anders als wie die Hunde in Deutschland. Die sehen so richtig verängstigt aus. Und eben gerade haben wir gesehen, wie ein Hund getreten wurde. Und das geht überhaupt gar nicht klar. Am liebsten würde man was bewirken, um die ganzen Hunde zu befreien, aber wie halt? Hier sind überall bellende Hunde, die hier die ganze Zeit total um Hilfe schreien. Auf jeden Fall, die Hunde, die tun auf jeden Fall ein Leid. Der soll mal leise machen. Genau. Guck mal, das hier vorne, das ist eine portugiesische Straße. Und hier sind keine Fußwege. Und das sind hier zwei Scheißsteinwände. Das heißt, er muss hier durchlaufen. Und wenn hier gleich dann zwei Autos oder Busse oder LKWs langfahren, dann passt mein Wagen nicht durch. Das heißt, das ist ein Scheißweg. Aber wir müssen da durch. Guck mal, wir haben eine portugiesische Eisenbahn gefunden. Man muss immer mit dem Finger auf Leuten zeigen. Das ist ganz wichtig. Das hier, das ist ein verschimmelter Haus. Der hat ganz viel Schimmel dran und sowas. Und der ist vielleicht bewohnt. Guck mal, hier vorne sind überall diese Vollfettkröten. Die sind hier überall. Also das sind portugiesische Vollfettkröten. Guck mal, das hier, das ist ein portugiesischer Feuersalamander. Der bewegt sich ganz langsam. Guck mal, hier sind überall diese Kröten und hier sind noch viel mehr diese Feuersalamander und sowas. Also diese portugiesischen. Genau, der springt gegen meinen Wagen und hier ist irgendwie alles voll damit. Man muss ja extrem aufpassen, wo man hier rumrennt. Hier sind überall diese Viecher hier. Je näher wir zum Strand kommen, desto sandiger ist dieser Weg. Und guck mal, von diesen Fröschen hier, also von diesen Kröten, haben wir Minimum irgendwie 200-300 Stück gesehen oder so. Und bestimmt 50 Feuersalamander oder so. Guck mal hier, wir sind so ungefähr 100, vielleicht 200 Meter vom Atlantik entfernt. Wir wollten eigentlich direkt am Atlantik pennen, aber weil wir dachten, dass vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel ein richtiger, heftiger Sturm dann plötzlich kommt, dann wäre das scheiße, dort zu pennen. Und deswegen pennen wir 100, vielleicht 200 Meter von Atlantik entfernt, weil hier ist so eine kleine Waldstelle. Genau, weil wir haben hier Bäume. Guten Morgen, wir sind wach und wir haben hier gepennt und hier hat Herr Goldschwan gepennt und hier, das windet hier die ganze Zeit rum. Dieser ganze Scheißwind, der macht hier meinen Tarp kaputt. Jetzt sind schon diese ganzen Heringe hier rausgerissen. Also dieser Wind, der geht die ganze Zeit einen so richtig auf den Sack. Aber egal, ich werde jetzt erstmal zur Atlantik hingehen, um euch das zu zeigen und um mir das auch anzugucken. So, ich gehe jetzt Meer angucken, diesen Atlantischen Ozean oder wie das heißt. Und das soll gleich hier vorne sein. Guck mal, hier vorne ist ein Bild aufgezeichnet mit dem Strand und diesen Vollfettsteg. Und hier fängt dieser Steg an. So, ich bin gleich da. Genau, hier, guck mal, das hier, das ist der Atlantische Ozean. So sieht das aus. Jetzt ist das Scheißwind und sowas. Schwierig windig hier. Ich laufe wieder zurück und ich finde es schade, dass Wind und Temperaturen heute nicht mitspielen, weil ich ein Kakerlakengesicht bin.